Hey, Jill! Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen. Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Ja, und damit heiße ich euch willkommen zum Start eines neuen Projektes, bewusst ohne Facecam. Weil die ganze Atmosphäre in dem Spiel das einfach kaputt machen würdet, wenn ihr mir noch meine Fresse nebenbei seht. Das Spiel ist für mich, als ich es das erste Mal gespielt habe, schon gruselig genug gewesen. Also da müsst ihr nicht auch noch mein wunderschönes, bezauberndes Gesicht gucken. So, Jill, alles okay? Ja, es ist alles in Ordnung. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon. Eigentlich wollten das Rico und ich im Koop spielen, aber es hat nicht einen, also es hat keinen Story-Koop, sondern nur so einen Survival-Koop oder sowas, und das ist nicht das gewesen, was wir wollten. Jedenfalls, er hat es dann als Projekt hochgeladen, ich habe es dann privat gespielt und konnte die Finger einfach nicht verlassen. Vielleicht kann ich es aufschießen. Achso, ja, genau, schießen. Stimmt, wir schießen ja. Oh Gott, da ist er. Oh, ich habe den gerade nicht gesehen. Oh, meine Maus ist etwas schwerfällig. Merke ich gerade. Gut für euch, blöd für mich. So, warte, wir schießen es auf. Und gehen hinein. Und es sieht jetzt schon sehr vertrauenserweckend. Dieser Gestank. Es ist schon eine Weile verlassen. Ja, merkt man auch überhaupt nicht. So wie das hier alles aussieht mit diesem komischen... Ich weiß nicht, was das für ein komisches Zeug ist. Es läuft jedenfalls hier raus. Und es macht eklige Klitschgeräusche, wenn ich da entlang laufe. Ich weiß auch nicht, was der da versucht hat. Oder der da noch liegt. Ich habe absolut keine Ahnung. Liegt hier irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Nein, ne? Ich glaube nicht. Ich habe mich genügend umgesehen. Dann gehen wir einfach mal weiter. Und ich finde das Schiff schon überhaupt nicht gruselig. Nein, überhaupt nicht. Ich habe keinerlei Angst gehabt. Keine Lebenszeichen. Aber irgendetwas ist hier. Und solche Sätze beruhigen natürlich einen ungemein. Sowas freut einen immer. Hey. Was? Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Ich hatte gerade nur Schluck auf. Nein, ich habe mich ehrlich gesagt erschreckt, ich habe das vollkommen vergessen. Es ist schon für mich ein ganzes Weilchen her, dass ich das gespielt hatte. Ich weiß gar nicht, wie lange, keine Ahnung. Jedenfalls sehr lange. Und egal, was das war... Zuckte man so mit dem Kopf, kaum, dass ich die Maus ein bisschen bewege. Oh yeah. Egal, was das war, es ist jedenfalls dort hoch. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was das war. Ich habe immer gehofft, dass ich nicht alleine in den Räumen bin. Dass er ja schnell mitkommt. Okay. Bin ich nicht wohl ganz dezent hier lang gelaufen? Da kann das nicht raus. Ja, nee, ist klar.
Okay, hier ist nichts. Da tropft Blut aus den Rohren. Ich dachte schon, du wärst weitergelaufen. Boah, ich mag schon nicht mehr. Seine Arme, so eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Doch, jetzt. Können wir auch schnell... Achso, das ist ja nur dieses Umdrehen. Ja. Ja, da laufen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Na gut, ist eigentlich schnell genug. Mal davon abgesehen. Kein Strom. Also auch kein Aufzug für uns. Ja, im Grunde genommen wollen wir den auch gar nicht benutzen. Aber wir können ganz normal gehen. Um das Ganze noch ein bisschen hinauszuzögern. Aber ich finde es gut, dass wir direkt die Karte so sehen. Und nicht immer separat aufrufen müssen. Ich mag nicht mehr weiter. Es geht dort dezent weiter. Hier ist ja sonst nichts. Da können wir nicht durch. Also gehen wir einfach mal weiter. Ah, da waren wir auf der anderen Seite, wo wir nicht durch konnten. Und hier haben wir noch... Oh, grünes Kraut. Oh, ich habe so Schiss, hier Dings aufzumachen. Sonst ist hier nichts. Nein, sonst ist hier nichts. Okay. So. Das, denke ich mal, wird die Kantine sein. Mit Besuchern. Hier läuft der Strom noch. Ja, das hast du gut erkannt. Aber sie will davon nichts nehmen. Schade. Das wäre auch mal cool. So Energy Drinks zum Wiederbeleben. Zum Heilen. Oh Gott, ich dachte, hier wäre die Tür. Ja, die ist dort hinten. Ich könnte da so ein bisschen... Boah, ich dachte, du machst die Geräusche. Wir gucken mal hier. Die größte Angst, die ich hier habe, ist, ich mache so ein Spind auf und dann ist da wirklich was drin. Also das Ganze hat jetzt schon eine sehr bedrückende Atmosphäre. Also wirklich. Vor allem, wenn du das komplett blind spielst und am Anfang überhaupt nicht weißt, was auf dich zukommt. Und da ist was, da leuchtet was. Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Es ist also nicht Chris. Direkt, netten Freund. Und der erste Schuss ging mal ordentlich daneben. Jetzt, komm. Okay. Das erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia.
Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Ah, da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Genesis Handbuch Version 1.0.9. Genesis, der Spitzname eines hochmodernen Bioscanners, der zurzeit vom Global Pharmaceutical Consortium getestet wird. Er scannt das Ziel mit einer speziellen Synchrotronstrahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse. Virenanalyse. Auch kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoffherstellung. Version 1.0.4 ermöglichte es erstmals, einfache Impfstoffe auf Basis der Virusanalyse herzustellen. Aufspüren. Mithilfe der Synchrotronstrahlung kann man auch bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten für Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren rechten Ecke auf. Ja, damit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zurück zu... zum Start von Resident Evil Revelations. Das hier ist jetzt, ich würde mal sagen, wie so eine Rückblende von... Ist das auf jeden Fall die Vergangenheit von dem, was wir vorhin schon erlebt haben mit Jill und ihrem Partner, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Die sind alle verwest. Und... Ja, wir sind hier jedenfalls an einem Strand. Dings sind angespielt worden, Kadaver, die müssen wir natürlich untersuchen. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, weil ich andere Teile jetzt nicht kenne, wie zum Beispiel 6 und 5,
weiß ich nicht, inwiefern Terra Grigia da mal erwähnt worden ist oder sonstiges, ob das da irgendeinen Bezug dazu hat. Ich habe da absolut keine Ahnung. Ich kenne halt nur 1, 2, 3 und 4. Und den Teil hier natürlich, den habe ich ja schon gespielt. Und sonst kenne ich da halt jetzt nicht wirklich was. Pistolenmunition, ach, ist das schön. Ist das schön? Warum kriegen wir ja eigentlich so viel Munition? Haben wir die später eigentlich noch? Ich glaube nicht, oder? Also wirklich viel zum Hintergrund generell zu Resident Evil kann ich eh nicht sagen. Ihr wisst ja, ich bin da nicht so bewandt, nicht wie Rico oder Chris. Das sind so meine Spezialisten, sag ich mal, für Resident Evil. Und ja, dann untersuchen wir das mal. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfass die Daten mit dem Genesis. Yep, mit C. Können wir das ausrüsten? Ich find das voll cool. Und, ich gehe mal ein bisschen weg hier. Oh nein, wie war das? C und dann, ach so, nur so. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Okay, geht klar. Die 100% kann man halt oben... Sieh dir das an. Metall ist entdeckt worden? Da ist etwas. Da ist was drin. Wie, da ist etwas? Vorsichtig. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Ich hab da was. Was ist das? Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Sah mir ein bisschen aus wie so eine Kapsel von diesem Virus, was freigesetzt worden ist. Können wir das da oben eigentlich ausscannen? Ja, das können wir ausscannen. Wir müssen, glaube ich, jeden einzelnen Fitzel, der hier sich befindet. Da draußen. Dort war Terra Grigia. Ja, ich weiß. Ist das klar. Schon ein Jahr ganz her? Viele Ruinen. Ist schon ein Weilchen her. Ich weiß natürlich nicht, ob irgendein Teil davor... diesen Vorfall, diese Terra Grigia-Panik irgendwie beschreibt. Oh. Ach so, kann ich. Ah, aha, Nahkampfangriff. So, das können wir mal scannen. Fehlt ja nicht mehr viel, ne? Den Klumpen. Beweg dich! Gleich nicht mehr. Ich vergesse es immer wieder. Das dachte ich mir schon. Keine Sorge. Bewegst du dich weiter? Wir schaffen das. Ja, du bewegst dich immer noch weiter. Du hältst ganz schön viel aus, muss ich sagen. Bist du tot? Nein, immer noch nicht. Ich will nicht zu viel Munition verschwenden. Ach so, ah. Stimmt, das Fadenkreuz leuchtet dann nicht mehr. So, jetzt kann ich die scannen. Muss das doch Kinderkram sein. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Vorher hieß doch das ganze Stars, ne? Stars ist dann ja im Grunde genommen aufgelöst worden, oder? Sind zu viele gestorben. Wer existiert eigentlich noch von Stars? Hey, wie gesagt, ich kenne diesen ganzen Hintergrund überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass das explodiert ist. Dieser Geruch. Das muss das Gas sein. Ach, was für eine Sauerei. Weg, ihr Vögel. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Ich kenne das Ganze drumherum ja eh nicht. Ist noch mehr? Ach so, ich kann gar nicht mehr aufnehmen. Okay, ja. Lade ich einfach mal nach, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Und habe die noch aufgenommen. Haha, so macht man das. Da ist auch noch was. Oh, ein Highspray. Nein, das ist eine Granate. Oder was ist das? Ist auf jeden Fall eine Hilfswaffe. Mit G abgefeuert. Dann kann es doch nur eine Granate sein, oder? Uiuiuiuiui. Okay, gut. Krieg ich hin. Ja, ist eine Granate. Eine Handgranate. Ist hier sonst noch irgendwas?
möchte möglichst viel mitnehmen. Oh, da liegt ja noch was. Wir haben nicht genug noch eine Handgranate. Eine genaue Analyse. Sammelt mehr Proben von den Kadavern am Strand. Ich weiß, dass ihr noch keine genaue Analyse machen könnt. Liegt hier eigentlich noch irgendwas? Kann ich hier runter? Nein, ich will hier runter. Okay, dann laufe ich einfach hier mal gerade weiter. Ach, da ist noch eins. Das wird aber auch nicht ausreichen, ne? 6% fehlen uns nur noch. Wo ist denn noch was? Ich möchte das gerne abschließen. Habe ich das eigentlich gescannt? Nee, habe ich gar nicht. Ach, da sind die 100%. Und wir kriegen dann natürlich eine Heilung dazu, wenn wir 100% erreicht haben. Ja, habe ich gerade gesagt. Ich habe genug Proben. Gut, dann können wir ja zurück. Das wusste ich noch und ich erschrecke mich trotzdem. Ich könnte auch eine Granate werfen, das wäre auch cool. Aber ich habe Angst, dass jetzt O'Brien ist ja unser Chef, der andere Typ eh was abkriegt. Och komm, der hält echt viel aus. Ach, jetzt ist er erledigt. Ein Schuss vergeudet. Aber er hat so süße Zähne. Kann ich dich scannen? Ja, ich kann dich scannen, cool. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Das war wohl nichts Besonderes für euch, was? Ist jetzt hier noch was? Gut genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Nee. Ach, da bist du. Ich habe gerade überlegt, wo du stehst. Gut, hier sind die Daten. Wir haben alles. Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Gut, dann los. Jill, Parker, ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir.